Du schwimmst mit einem Hoodie. Hör doch auf, mit einem Hoodie zu schwimmen. Das macht doch gar keinen Sinn, Alter. Sag mal, was soll denn das? Raus aus dem... Und einer Jeans. Ah, jetzt habe ich alles gesagt. Du willst einen Bizeps, der so groß ist, dass andere Männer dich fürchten? Dann komm zu Paletos, dem besten Fitnessstudio in ganz Deutschland. Leute, draußen liegt mittlerweile der Schnee auf den Straßen. Ist das, soll das Schnee sein? Diggi, was denn nur? Es ist doch, es schneit. Du kannst so, okay, ist kein Problem für ihn. Leute, es gab ein neues dickes Update beim Gym Simulator. Angeblich kann man das Gym jetzt so ausbauen, dass man noch ein zweites Stockwerk oben drauf schallert. Oh, Sally, du wärst fast überfahren worden. Komm mit. So, einmal Sitz. Ei. So, oh, guten Tag. Hallo. Hey. Lilly Johansson. Was ist da mit deinen... Okay. Du möchtest... VIP, Lilly. Du bist wirklich eine Maschine. Du bist richtig krass. Hallo, mit wem... auch Armee... Irgendwas ist doch mit den Augen passiert. Was ist denn... auch VIP. Ja, herzlich willkommen. Das ist... Oh, warte. Das ist unser Security. Das ist Bob. Moin, Bob. Und, oh, ja, das ist auch unser Hund. Sally, den habt ihr schon kennengelernt. Leute, neue Updates. Ich muss jetzt mal gucken, wo man das alles macht. Angeblich kann man hier auch, der hatte noch Klamotten an. Kann man das jetzt alles hier geilo-meilo ausbauen? Ich bin sehr gespannt. Die Leute, okay, hallo. Victoria Eriksson. Gibt es nicht auch einen Fußballspieler, der Eriksson hieß? Oder heißt? So, hallo. Leon, so hieß mal einer aus meiner Klasse, der ist dann zur See gefahren. Das war krass. So, warte mal, jetzt geht's aber hier mal Fitnessstudio. Box, ja genau, das soll bald mit dem Update kommen, so ein Boxtraining. So, genau, und hier können wir jetzt... Ah, man braucht für die Glasdecke Level 11. Da warte ich. Weil da sind wir ja... Okay, wir sind schon ein bisschen weit entfernt. Weil, aber das sieht tausendmal geil. Das ist nett. Aber Junge, die Glasdecke ist ja geisteskrank cool. Aber was brauchen wir denn für ein zwei... Ah ja, da, zweiter Stock. Decke Vorderseite. Ne, ich will ja erstmal einen zweiten Stock. Moderne Decke. Aber wie kriege ich denn den zweiten Stock? Vorderseite. Also das würde mich mal interessieren, weil da sehe ich ja hier gar nichts. Weil ich sehe hier, dass ich immer den zweiten Stock auswählen kann. Aber ich müsste ja erstmal Shop, Extras und Pool, Farben, Fliesen, Dekoration, Umkleideraum, aus. Ah, es stimmt, es gibt auch neue Trainingsgeräte hier unten. Das ist, glaube ich, für Squats. Ich muss sagen, ich kenne mich da nicht so aus, aber das ist auf jeden Fall neu. Werden wir uns auch auf jeden Fall noch kaufen. Aber wir müssen jetzt eh erstmal ordentlich Level ballern. Das ist, glaube ich, aktuell das Wichtigste. Genau. Oh, guck mal hier. Hier werden die Leute schon ordentlich verwöhnt. Hier wird ordentlich geduscht. Die Leute sitzen in der Sauna mit Klamotten. Vorbildlich. Was ist denn hier? Oh, uns ist das Essen ausgegangen. Pude mit Reis. Warte. Ich mache jetzt hier erstmal schnell. Alter, der Laden, der läuft. Wir verdienen wirklich echt gut Cash. Und auch erfahrungsmäßig sieht das sehr gut aus. Layla. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm with... Oh, sorry, tut mir leid. Bin ja so ein guter Sänger, da kommt das immer einfach aus mir raus. Nee, ich weiß, ich kann nicht singen. Ist aber auch nicht schlimm. Weil das Ding ist, man kann ja trotzdem singen, auch wenn man nicht singen kann. Man sollte sich vielleicht nur einfach nicht... Also man sollte dann vielleicht einfach nicht Musik machen. Mann, ach hier! So, warte, ich brauche das hier. Chicken Rice. Chicken Rice, Chicken Rice... Kauf mir doch den geilen Scheiß. So, ganzen Chicken Rice gekauft. Ich komm. Paletto hat dies. Das soll wirklich, glaube ich, Schnee sein. Oh, da sind jetzt schon zwei. Warte, ich packe den Chicken Rice rein. Oh ja, ja, alles schon reingepackt. Hier, bitte sehr. Ja, so, fallen lassen. Ich kann den Chicken-Ding nicht... Ah, okay, danke. So, kann ich bitte Hühnchen mit Reis bekommen? Ja, bei uns im Freundeskreis war es immer Pude mit Reis, was sie gesagt haben, was so krass ist. Ja, du musst Pude mit Reis essen. Oh, Proteinshake ist auch bald leer. Weil da ist ja nur noch wirklich ein ganz kleiner Pillepalle-Rest drin. Wir brauchen Wasser und Proteinpulver. Ja, okay, das kriegen wir. Oh, hier ist direkt schon wieder jemand. Hallo! Wir haben viele neue Mitglieder. Mabel Mosby. Erinnert mich an Ted Mosby von How I Met Your Mother. Roman Whittle. Roman... So hieß jemand, den ich mal kannte. Das war der mittlerweile Ex-Freund von einer Bekannten. So, wir brauchen Water. Water ist wichtig, aber wir brauchen auch so Protein-Pulver. Whey-Protein kaufen wir. Brauchen wir hier BCA-Snacks. Kaufe ich auch einfach mal. Das muss doch reichen, oder? Oder brauche ich da noch was? So, ich bin da. Ich fülle hier auf. Ne, ich kann die Maschine nicht füllen. 3 von 5 Wasser, 5,5... Hä, aber ich hab doch...
Ah, jetzt, okay. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe mega viel Proteinkram gekauft. Alter, wir haben 22.000. Das war jetzt aber schon wirklich lecker Schmecker. Was ich mich frage, kann ich das auch wieder verkaufen? Sodass wir hier nur die gleichen Dinge haben? Auswählen? Vermutlich nicht. Vielleicht habe ich es irgendwo übersehen. So, ich kaufe dann nämlich nochmal 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann haben wir, die können wir nämlich hier auch teilweise ein bisschen woanders hinstellen. So, jetzt aber erstmal hier, das ist das Laufband. Weil das, hier ist dann die Laufbandecke. So, es war hier kurz für eine Millisekunde war es grün. Obwohl, warte mal, wir machen das so. Das geht ja deutlich einfacher. Zack. Und zack. Das ist doch perfekt. Und dann können wir hier in die Ecke kommen die Smith Machines. Zack. 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 Die stehen allerdings ein bisschen nah aneinander. Aber das ist ja nicht so schlimm. Oh, das ist klein. Zack. So. Ja, das ist doch schön, die Ecke da hinten. Doch, doch, das sieht eigentlich ganz cool aus, wenn die Sachen so jeweils immer direkt nebeneinander stehen. Also das feiere ich schon. Sie müssen halt im besten Falle wirklich gleich aussehen. Warte mal. Das machen wir mal hier. Ich schnapp mir mal alle Sachen, die hier so liegen. Wir bauen das jetzt mal richtig um hier. Guck mal her, hier, Yogamatte. So, guck mal, wir haben doch jetzt ein paar Yogamatten. Zwei Stück. Die können doch dann auch direkt nebeneinander stehen. Da würde ich vielleicht sogar noch... Haben wir nicht noch eine? Dann kaufe ich noch mal ein bisschen. Oh, 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 Leute, die sind da. Hallo. Elfie, VIP. So hieß mal der... Ein Film, den ich geguckt habe mit Jude Law, hieß Elfie. Und der Hund von Felix hieß doch mal Alfie, oder nicht? Amy Smart. Schauspielerin, die mal bei Scrubs mitgemacht hat. So, warte mal, jetzt müssen wir hier mal kurz Shop. Yoga-Matte. Oh, was ist das denn? Pec-Deck-Machine, die kenne ich auch nicht. Auch den Kniebeuger-Beinstrecker. Junge, was ist da alles neu dazugekommen? Oh, weil hier sind ja schon wieder zwei Leute. So, Adam Hunt. Ein Rennfahrer hieß mal Hunt. Auch eine Legende, der ist damals zu Niki Lauders Zeiten gefahren. Harold Hunt. Ja, ist sein Bruder wahrscheinlich. So, wartet. Hier kommen dann noch die anderen Matten hin. Hier ist dann wirklich der Yoga-Workout-Bereich. Perfekt, 5 Stück, das muss jetzt reichen. So, dann haben wir jetzt hier auch noch so... Ah ja, die ganzen Ergometer. Guck mal, oh, guck mal, die trainieren direkt. Doch, doch, ich finde das schon ganz geil, wenn die hier alle so nebeneinander stehen. Rudergeräte kommen ein bisschen weiter hier in die Ecke. Ah ja, wir haben ja auch noch die Kurzhanteldinger. Ja gut, den Bereich kann man ja zum Teil ein bisschen, ja... Ah ne, das geht durch, weil hier können wir den anderen hinstellen. Naja, chillig. Na, hier müssen wir mal gucken. Den packe ich nämlich dann zu den anderen Dingern hier. Zack. So, haben wir denn hier noch irgendwo ein Rudergerät? Nee. Ah, hier haben wir aber noch so ein Ergometer-Ding. Ist aber, glaube ich, der billigste davon. Wir haben aber auch schon wieder 10.000. Ich will jetzt nochmal die Geräte, die wir noch gar nicht haben. Vielleicht habe ich sie auch, sorry, die ganze Zeit übersehen. Jody Calusi, YouTuberin, hat mir auch damals geholfen beim Umzug, was sehr nett war. So, hier, da machen wir 1, 2, 3 Kniebeuger. Und Beinstrecker. Dann machen wir den mal weg. Dann können aber die hier vorne hin. 1, 2, 3. Und dann haben wir noch genügend Platz für die Beinstrecker. Perfekt, Alter. Hier können die Beine gestreckt werden bis zum geht nicht mehr. Und dann kommt hier gegen Ende noch das Rudergerät hin. Oh doch, das ist doch super. Das ist wirklich ganz geil. Ja, ja, das sieht... Also jetzt mal ohne Witz, das sieht deutlich geordneter aus. Klar, hier kann man nochmal... Lattzugmaschine. Ein bisschen was für ein Latt. Ah ja, hier. Für 2000. Kaufe ich auch nochmal 2. Kommen dann einfach hier schön hin. Die sind unfassbar lang, kann das sein? Oder sind sie blockiert wegen dem Fernseher? Oh Gott, was... Ach so, da war wieder so ein Creep. Deswegen wollte ich gerade sagen, Junge, was hat hier gerade so geschallert? So, hier ist dann auf jeden Fall die Latzstation. Okay. Überhaupt nicht gruselig. Überhaupt nicht gruselig. Sie hat, sie kann schweben. Aber wenigstens frisst sie eine Runde Pude mit Reis. So, Level 11 ist auch in greifbarer Nähe. Moin. Layla. Ja, weiß ich nur. Simpson. Ja, hier, die Simpsons. Oh, da hat wieder jemand. Oh, da ist er klar. Man hat ihn durchs Bild laufen sehen. Sehr viele Laylas hier in der Stadt, habe ich das Gefühl. Also da geht so einiges. Ah, da vorne läuft der Kranke. Was denn los, Sally? Ist der ein bisschen kalt? Aber ist doch super. Guck mal, dein Essen ist ein bisschen eingeschneit. So, ich frage mich aber tatsächlich immer noch, wie ich dieses Stockwerk da drauf bekomme. Ah, ich bin auch ein Trottel. Hier steht's. Hier rechts. Second Floor, Level 11.
Okay, das ist ja geil. Oh, da gibt's wieder Schelle. Oh, hier ist so ein Spanner reingelaufen. Der kassiert jetzt Schelle von unserem Security. Bam, Alter. Kieferbruch. Müssen wir den Shake hier nochmal... Krass. Das wurde ordentlich... Auch hier. Alter, Junge, wie viel Pude mit Reis essen denn die Leute hier? Aber die wissen, hier wird noch mit Liebe gekocht. Also gut, wir erwärmen es nur. Ich glaube, wir kochen es nicht selbst. Guck mal, der Kranke, der stinkt. Oh, warte, hier müssen wir rein. Oh, hier ist tatsächlich alles ausverkauft, weil das noch der gleiche Tag ist. Das füllt sich ja erst immer über Nacht auf. Es ist jetzt aber auch gleich noch ein Kranke. Sag mal, was ist denn mit den Leuten los hier? Ja, verpiss dich. Kriegst von mir auch noch eine. Hier. Zack, Alter, Handkantenschlag. Oh, warum sind sie sauer? Oh, hier liegt Kram auf dem Boden. Was ist denn mit unserem Personal? Ja, du kannst auch mal was machen. So, gleich ist Feierabend, oder? Ja, guck mal, er macht jetzt pünktlich um 20 Uhr. Ei. Ja, aber die haben ja auch Schluss, Palu. Ja, jetzt habe ich hier keine Security mehr. Ja, aber ich glaube, die Leute gehen jetzt auch alle. Ich mache jetzt auch Schluss. Obwohl, ich glaube, ich muss noch bis 21.30 Uhr oder so warten, bis ich schlafen gehen kann. Sally, du machst den Laden zu, okay? Putz noch mal kurz die Toiletten. Aber nicht mehr der Zunge, ne? Oh, Fitnessstudio. Oh. Okay. So, kann ich jetzt schlafen? Nee. Na toll. Ich will doch nur schlafen. Warte mal, war es 21 oder 21.30 Uhr? Kann man hier eigentlich Sachen für seine Wohnung kaufen? Irgendwie sieht es ein bisschen kahl und traurig aus. Erinnert mich an mein Zimmer im YouTube-Haus. So, ich sag 21.30 Uhr. Und? 21 Uhr, perfekt. Gumo! Ein neuer Tag beginnt. Sally? Ach, da hinten. Du hast vor meiner Haustür gewartet. Ist auch so richtig traurig, Mann. Ich weiß auch nicht, warum sie den Hund eingebaut haben. Hallo. Ja, du kriegst einen Feini, ja. Du bist eine Feini. Sitz. Oh, hier ist direkt schon jemand. Hallo. Gabriela Maxwell. Heißt ein Rapper nicht Maxwell von 187? Ich glaube schon. 187. So. Guck mal, ich bin auch eine kleine Putzfee. Hier kann ich bestimmt auch noch ein paar Sachen reparieren. Umso schneller kriegen wir die 1450. Und dann können wir nämlich das zweite Stockwerk bauen. Ja, ich krieg dafür immer so zwei, obwohl, oh ja. Oh, geschätzter Tagesverdienst haben wir 11.500. Das ist nicht schlecht. Hier ist der Mechaniker. Oh, guck mal, der ist richtig teuer, unser Mechaniker. Oh, hallo. Michelle Williams. Fällt mir jetzt nicht zu ein zu einer Michelle. Außer, dass es ein schöner Name ist. Michelle. Doch. Ah, guck mal. Moin, Willi. Es geht. Bisschen erinnert mich an Alo. Entschuldigen Sie, Ma'am. Sie dürfen hier natürlich Bikini tragen, aber ist draußen nicht arschkalt? Oh, wir haben Level 11. Let's freaking go. Oh. Oh Gott. 50.000? 50.000? Ja, seid ihr deppert. 50.000. Oh Gott. Hey, das ist ja geisteskrank. Junge, wie soll ich denn 50.000 verdienen? Und wenn hier plötzlich alle weggehen? Obwohl, das ist ja gut, da kriegt man ja nochmal ein bisschen Kohle. Oh, warte, wir müssen neue Pude mit Reis kaufen. Oh, geil, wie wir hier mit unserem Schraubenschlüssel durch die Gegend laufen. So, einmal hier wieder plündern. Denn wir brauchen die leckere Pude mit Reis. So, hier, Pude mit Reis ist da. Können wir hier auch auffüllen? Ja, doch, das ist aber, das habe ich schon. Obwohl, hier steht Protein... Ah, warte. Zack. Perfekt. Jetzt haben wir zu 80% aufgefüllt. Oh, neue Leute. Jody. Ist es auch? Okay. Ja, Jody. Und hallo, Jared. Tipptopp. Guck, jetzt haben wir ja schon 16.000. Ah. Zwillinge. Ja, hallo. Seid ihr die Lochis oder was? Fabian. Ah, ist ein geheimer Name, ne? Okay. Fabian und Khalid. Perfekt. Oh, wir haben jetzt aber schon 31.000. Also, es dauert zwar relativ lang, aber irgendwie auch nicht. Macht keinen Sinn. Amanda. Amanda Banks. Hieß nicht eine... Amanda? Amanda Bynes hieß es. Das war eine Schauspielerin. So, ich fülle hier nochmal auf. Upp, hier auch. Oh, ne, ist voll. Oh, hier ist fast leer gekauft. So, hier muss ich mal alles wieder auffüllen. Max. So, guck mal hier. Da gehen uns ja Einnahmen flöten. Das Paletto hier, die Erdnüsse, Muskelprotein, Käsekuchen? Aber das ist dann Protein-Käsekuchen, oder? So, zu 99% aufgefüllt, das passt doch. Alter, und eins, und zwei. Der Bizeps muss brennen. Ah, ich gehe jetzt auch eine Runde schwimmen. Wupp. Toll.
Wir können nicht schwimmen gehen. Aber es sieht cool aus. Aber eine Sache, die ich in diesem... Also, du schwimmst mit einem Hoodie. Hör doch auf, mit einem Hoodie zu schwimmen. Das macht doch gar keinen Sinn, Alter. Sag mal, was soll denn das? Raus aus... Und eine Jeans. Ah, jetzt habe ich alles gesehen. So, 6.000. Ja, 5.600 noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Wie sind eigentlich hier die Umkleiden? Sind die gut? Oh, entschuldigen Sie. Ja, eher erbärmlich, aber reicht. Sag mal, da ist schon wieder der Nächste. Diggi. Sag mal, was soll denn das? Zieh die auch? Die Leute rasten hier komplett aus. Du musst die Sachen ausziehen. Du kannst nicht im Hemd und so einem dicken Pullover hier bei mir schwimmen. Das ist doch auch unhygienisch. Sag mal, bitte. Und vorher abduschen. Wir haben gar keine Duschen. Stimmt, das ist immer vorm... muss ich zugeben, habe ich aber auch nicht immer gemacht. Weißt du, wenn du irgendwo bist, vorher abduschen, dann erst rein. Manchmal springt man doch einfach rein. Für irgendwas muss das Chlor ja gut sein. So, jetzt sind es noch weniger als 4.000. Herr Alpa, VIP... Oh ja, jetzt. Der Nächste. Ja, kommen Sie. Hallo. Standard. Und wir haben die freaking 50.000. Ey, das hätte ich niemals gedacht. Junge, 50.000 ist gekauft. So, wo ist das Ding jetzt? Oh, warte mal. Hatten wir vorher nicht Glasdecke? Was ist das denn? Oh, Palettos. Aber wo geht's jetzt hier hoch? Ich check's nicht. Wo ist denn hier eine freaking Treppe, Alter? Junge, hat jemand eine Ahnung, wie ich nach oben komme? Hier ist nix. Hier auch nicht. Ach, hier! Junge, das muss man ja erstmal sehen. Das ist ja jetzt hier alles im Weg. Der Fernseher muss weg. So, oh. Aha, Alter. Krass, hat man hier viel Platz. Hier nochmal. Oh, ey, das ist ja sick. Guck mal, jetzt kann man hier nach... Ist das Wasser? Unser Fitnessstudio hat einen freaking Meerblick. Das ist ja das beste Fitnessstudio der Welt. Also das ist schon ziemlich edel jetzt. Also da werden wir... Oh, entschuldigen Sie, hallo. Zweiter Stock, da ist allerdings... Aktuell ist ja noch nichts im zweiten Stock. Oh, schaller ihm eine. Batz! Du Kranker. Apropos krank. Leute, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, schallert gerne den Like rein. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben den ersten Stock hier lockerflockig freigeschaltet. Palettos Gym wächst und gedeiht. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wie immer, schaut gerne auf Paluten.shop vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.